Ahoi, liebe Freunde, und willkommen auf hoher See bei Wind Waker HD. Zuletzt war ich da hinten in der schwimmenden Festung drin und habe mir eine weitere Treeforce-Karte geholt. Und davor war ich auch noch bei der Greifenhorstinsel und habe mir auch eine Treeforce-Karte geholt. Das heißt, ich habe jetzt alle drei Treeforce-Karten, die es gibt. Und das heißt, es geht zurück zu Tingles Insel, damit er uns die Karten entschlüsseln kann. Weil ihr seht schon hier, diese Karte wurde noch nicht geöffnet, Treeforce-Karte 1. Na, diese Karte muss erst entschlüsselt werden. Und ebenso auch die Treeforce-Karte 2 und die Treeforce-Karte 3. Und deswegen, und weil ich auch genügend Geld in der Tasche habe und weil ich jetzt auch endlich alle goldenen Tingle-Statuen habe, geht es wegen vielerlei Gründen zu Tingles Insel. Also dann, auf geht's! Na klar, taucht doch gleich mal wieder so ein blöder Jürg auf, ey. Unglaublich. So. Für das Ganze hätte ich aber auch gerne wieder tagsüber zu bestaunen, weil das sieht einfach besser aus. Ja, viel besser. So, und seht mal, wen wir hier haben. Das hier ist der andere Bruder von Tingle. Der heißt nämlich Swingle und der ist halt blau angezogen. Und hier können wir schön alle fünf goldenen Tingle-Statuen begutachten. Man kann sogar so fies sein und die hochheben und dann irgendwie ins Meer werfen, aber das mache ich natürlich nicht. So, wenn du schon mal hier bist, werde ich dich natürlich fotografieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Knips. Und das war natürlich gut. So, zu ihm hier muss ich jetzt, wie gesagt, noch eine Kleinigkeit sagen. In der GameCube-Version war das damals ein bisschen anders. Da musste man eigentlich gar nicht mal die Tingle-Statuen haben, damit Swingle hier auf der Insel auftaucht. Man musste damals nämlich mit dem Tingle-Siever auf Portemonnaie und dann, glaube ich, sogar eigentlich nachher auf Präludie musste man dann ein paar ganz kleine Aufgaben lösen, wo sich Swingle mit einem sogar immer über diesen Tingle-Siever unterhalten hat. Und wenn man das dann alles geschafft hat, dann ist er auf Tingles Insel erschienen, dann konnte man ihn fotografieren. Und das war damals insofern wichtig, weil wenn man die Nintendo-Galerie damals komplettiert hatte, bevor man sein Foto abgegeben hat, war das dann nämlich nicht mehr möglich, dass man Swingles Figur bekommen konnte. Hier haben sie es anders gemacht, hier braucht man seine Figur wirklich zwingend, um die Galerie komplett zu haben. Also die ist jetzt nicht mehr optional, die ist genauso wichtig wie alle anderen. So, was hast du uns eigentlich zu sagen? Herr Fee, du hast es geschafft, du hast alle Tingle-Statuen gefunden. Ohne deine Hilfe hätte ich mein Zuhause wohl nie mehr wiedergesehen. Eines ist so klar wie reinstes Meerwasser. Einen schöneren Ort als diesen gibt es nicht. Wenn du ein Lichtbild mit der Fotobox schießt, hast du die Aussicht hier immer bei dir. Das ist wohl wahr. So, und jetzt geht es natürlich noch rauf auf den Tingle-Tour. Da werde ich gleich mal Tingle und seine anderen Brüder fotografieren. Wobei, der Weiße ist ja gar nicht sein leiblicher Bruder. Das ist ja das Witzige. Das wird dann aber auch beim Text der Figur stehen. So, der Weiße kommt mir schon mal entgegen. Dann. Knips. Und das war gut. So. Alter, wie die sich hier plagen müssen. Also Tingle ist schon irgendwie ein fieser Typ. Der lässt hier seine Brüder für ihn schuften. Nur damit sie dieses Ding da drehen. So, und du bist der Nächste in Rosa. So, das war auch gut. Und dann natürlich noch Tingle himself. So, bitte lächeln. Ach, du lächelst ja sowieso immer und ständig. Das macht mir irgendwie Angst. So, ich glaube, wenn man noch mit ihm hier spricht, dann... Vielen Dank für die Tingle-Statue. War bestimmt sehr strapaziös, nicht wahr? Es ist so eine Kleinigkeit, aber bitte nimm es an. Es kommt von Herzen. Ja, du hast ein kleines Dankeschön für die Tingle-Statue erhalten. Ihr mit 50 Rubine, gar nicht mal schlecht. Oho, du hast ja alle gefunden. Bitte warte einen Moment. Du bekommst wie immer etwas. Ja, oh mein Gott, du hast ein großes Dankeschön für das gesamte Tingle-Statuen-Set erhalten. Ganze 500 Rubine, ja ist es denn die Möglichkeit? Mein älterer Bruder hat alles aufbewahrt, was er von dir bekommen hat, Herr Fee. Ich habe jedenfalls nichts mehr für dich. Aber bitte komm, besuch meinen älteren Bruder wieder, versprochen. Hau ruck und hepp!
Also das finde ich auch nochmal richtig super. Wenn man alle 5 Tingle-Statuen gefunden hat, bekommt man 500 Rubine von Jingle, also dem Rosanen hier. Finde ich richtig geil. So, und Tingle jetzt nur mal zu uns beiden hier. Herr Fee, ich habe dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Hä? Du willst gar nicht spielen? Uiuiuiui, dieser alte, nostalgische Duft. Sag bloß, du hast deine Karte gefunden? Famos, famos, zeig her, zeig her. So kannst du die Karte nicht lesen. Soll ich sie für dich entschlüsseln? Mach 398 Rubine. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, in der GameCube-Version gab es ja 8 von diesen Triforce-Karten. Das heißt, 8 mal 398 Rubine. Das waren über 3000 Rubine, die man dafür gebraucht hat. Das war so krank. Üppig, aber ja. Tingle, tingle, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. Du hast dir die Karte entschlüsseln lassen. Jetzt, du weißt jetzt, wo du den Triforce-Splitter finden kannst. Sieh auf den Kartenbildschirm, öffne die Karte, mach dich schlau. Soll ich dir noch eine Karte entschlüsseln? Ja, also jedes Mal fast 400 Rubine. Ist sehr teuer, aber bitte. Hab ja genug Geld dabei. Das ist ganz schön Geld, gell, oder? Tingle, tingle, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. So, her damit. Oh yeah, auch wieder Karte entschlüsselt. Soll ich denn noch eine Karte entschlüsseln? Jo, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich sehe die letzte. Tingle, tingle, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. So, ja, ja. Tingle, tingle, Arschgezwingel. Hauptsache, ich habe alle Karten entschlüsselt. So. Puh. Herr Fee, streng dich an und find den Schatz. Wähle im Seekartenbildschirm die Schatzkarte und öffne sie. Der Ort, an dem der Schatz liegt, fängt dann an zu leuchten. Fahr so dicht du kannst an ihn heran und finde den Schatz mit Hilfe der Karte. Jo, werde ich tun. Vielen Dank. Also ich finde es schon toll, dass Nintendo das hier im HD-Remake geändert hat, dass es nur 3 Karten gibt und dass man die anderen 5 Splitter schon direkt ohne Karten finden kann, weil erstens braucht man nicht mehr so viel Geld und vor allem es ist nicht so zeitaufwendig, dass man die ganzen Karten dann wirklich entschlüsseln lassen muss und ich persönlich finde es so auch wirklich besser. Jo, jetzt habe ich die Tingle-Brüder fotografiert, ich habe euch Swingle gezeigt und ja, hab mir die Karten entschlüsseln lassen. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier nach. So, seht mal, Triforce Karte 1 ist bei Ichthusk. Triforce Karte 2 ist... Oh Gott, was war das nochmal für eine Insel? Und die Nummer 3? Aha, naja, okay. Werde ich bei Gelegenheit natürlich alles noch machen. Und laut Wahnsinnskarte filme jetzt, wie gesagt, noch immer. Ah, seht mal, jetzt werden einem hier auf der... Ist auch praktisch. Jetzt sind erstens die Triforce-Karten schon mal mit einem roten Häkchen markiert und jetzt sehen wir, wo sich alle Triforce-Splitter befinden. Ich habe dabei noch keinen einzigen richtigen Triforce-Splitter. Also einer befindet sich, wie gesagt, an Bord des Geisterschiffs. Die Geisterschiffkarte habe ich ja schon, aber als ich damals bei der Rhombusinsel rausgekommen bin, da war es halt leider nicht in der Nähe. Da habe ich mir gedacht, egal, mache ich später und deswegen mache ich das auch später und... Ja, einer dieser Triforce-Splitter befindet sich natürlich auch auf Präludin. Die Reihenfolge ist wie gesagt total egal. Ich weiß selber nicht genau, wie ich das bewerkstelligen werde. Also, ich meine, ich weiß, wie ich es bewerkstelligen werde. Ich meine, ich weiß jetzt nicht so wirklich, in welche Reihenfolge, aber habe im Prinzip noch Zeit. Ich werde jetzt was anderes machen. Ich werde jetzt mal zu einer kleinen Insel reisen, wo ich eh schon mal gewesen bin. Also, die Triforce-Splitter müssen leider noch ein bisschen warten. So, ich möchte jetzt aber nicht so direkt zu Tantopia, sondern ich möchte... Ich glaube, das war das die Insel? Ne, das war das Nautodrom. Ah, na, hierhin, Treppstieginsel, da will ich nochmal hin. Also nach Südwesten. Nach Südwesten will ich nochmal. Also da lang. So, und volle Power! Weil da drin kann ich jetzt noch was machen, weil ich... mein Inventar komplett habe, also weil ich die vollständige Ausrüstung besitze. Ach komm. Das nervt. So, ist gleich viel besser. Top Speed.
war überhaupt zu geil. Ich habe ja bei meinem ersten Besuch bei der Treppsteigeninsel gleich zwei Herzteile auf einmal bekommen. Das eine habe ich aus dem Meer gefischt wegen einer Schatzkarte und das andere habe ich halt direkt oben auf der Insel bekommen. Und jetzt bekomme ich aber da drin noch was anderes, weil dafür brauche ich nämlich den Spiegelschild. Den hatte ich damals bei meinem ersten Besuch noch nicht. Ein Spiegelschild braucht man dafür halt. So. Schon wieder Haie. Haiangriff. Lass mich einfach in Ruhe. Was ist das da drüben eigentlich? Wow. Daneben. Ach, das ist nur so ein blödes Floß. So hier, Treppsteginsel, ne? Eigentlich eine ziemlich kleine Insel. Ich weiß gar nicht, kann ich mich nicht eigentlich sogar mit dem Enterhaken an die Palme ranziehen? Das müsste nämlich, glaube ich, auch gehen. Jo. Geht nämlich schneller. Ansonsten hätte ich auch einfach rüberfliegen können. Wie gesagt, da in der Schatzrude war ein Herz da drin. Und ein blauer Schleim war da oben auch schon. Aber jetzt geht's erstmal hier rein. So, seht mal. Hier muss ich jetzt ein Blockschieberätsel lösen. Und wegen dem Lichtstrahl hier brauche ich eben, wie gesagt, unbedingt den Spiegelschild. Also, ich muss es jetzt nämlich schaffen, dass ich mir aus diesen Blöcken eine Treppe bastle, damit ich da ganz oben raufkomme. Und das, ja, es sieht anfangs ziemlich schwierig aus, aber ist es eigentlich im Prinzip gar nicht. Also, man nimmt sich jetzt erstmal den Block, man kann nämlich nicht alle verschieben, sondern nur die, die so ein Zeichen vorne drauf haben, also auf allen Seiten eigentlich. So, den schiebe ich jetzt erstmal hier rüber. So. Und dann hier hin. Und dann... Warte mal, wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich erstmal hier hoch. Und dann... Genau, dann zieht man den Block ein Stückchen raus. So. Dafür zieht man jetzt aber den nochmal nach hinten. So. Geht wieder hoch, zieht den noch ein Stück zu sich. So, der eine ist jetzt runtergefallen. Und jetzt kann man den... ein Stück hier hinziehen, jetzt kann man hier hoch und hier hoch, dann zieht man den noch ein Stück zu sich und schon hat man es geschafft. Ist eigentlich total einfach. So, und jetzt seht mal, da drüben ist eine Schatztruhe, die muss ich eben mit dem Spiegelschild anleuchten. So. Und jetzt kann ich einfach mit dem Dekoblatt überschweben. Das alles für 200 Rubine. Nicht schlecht. So, damit wäre das auch erledigt. Also, es war ein ziemlich einfaches Rätsel, aber ich glaube, jetzt versteht man auch, warum das Treppstieginsel heißt, weil man sich hier drin eben eine kleine Treppe basteln muss. Gut, wäre das auch erledigt. Boah, aber es gibt trotzdem noch so viel zu tun. Wie gesagt, mir fehlen immer noch jede Menge Herzteile und Schatzkarten habe ich ja bislang auch noch immer nicht alle. Ich muss überhaupt mal gucken, welche Schatzkarten habe ich jetzt schon, welche fehlen mir noch. Es ist jetzt nicht nur die Spezialkarten, sondern die nummerierten Karten. Also ich habe Schatzkarte 1, 2, 3... Okay, mir fehlt die 4. Oh, Moment, die 8 habe ich noch nicht mal geöffnet, okay. Ah, das ist wieder ein Feenkordial, gut. So, die 11, die 12... Okay, mir fehlen die 13 und die 14. Die 17... Die 21 fehlt mir, die 25 und die 27 und die 28 ist mal offen. Ah, das ist die Nadel für die Insel, okay. Und dann, was fehlt mir sonst noch? Aha, die 37 fehlt auch noch. Und die 41, 42 und 43 ebenso. Ja, also ihr seht, es fehlen noch ziemlich viele. So, Geisterschiff, gut, kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil Nacht ist, ist aber egal. Ja. Also, ihr seht, es gibt noch eine Menge für mich zu tun. Okay, Leute, mir ist jetzt sogar noch was eingefallen. Und zwar weiß ich ja noch sogar, dass mir noch eine Schatzkarte fehlt, die ich bei Terry kaufen kann, ich Dummkopf. Das werde ich noch schnell in dem Part auch erledigen. Also geht's doch noch ein bisschen weiter. So. Die habe ich ja noch gar nicht gekauft. So, Tingles Insel nochmal. Wo war die jetzt nochmal genau? Das ist Tingles Insel? Ja, Isla Stalagmitica. Genau da muss ich hin. Also in Richtung Westen. So, also da lang.
So, und Top Speed. Habe ich ja ganz vergessen. Das ist nämlich sogar die Schatzkarte Nummer 4. Also, weil ich ja gesehen habe, dass mir die noch fehlt. Das ist die, die man eben von Terry für 900 Rubine kaufen kann. So von dem ganz besonderen Terry-Händler. Oh, wir sind sogar Wachtürme? Weiß gar nicht, habe ich mich um die eigentlich schon mal gekümmert? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, kann ganz gut sein. Mann, hau doch mal ab, du blöder Hai. So, wo ist Terry? Wo ist er denn? Oh, seht mal, da kann ich sogar noch einen Schatz bergen. Den hole ich mir natürlich auch gleich bei Gelegenheit. Und ich glaube, da oben auf der Insel war ich nämlich billig meinen auch noch gar nicht drin. So, wartet, wartet. Halt! Oh, verdammt, wartet, ein Stück weiter nach vorn. So. Na, Mann, wo ist denn jetzt der Schatz, verdammt? Ich muss erst mal gucken. So, das muss ich jetzt nämlich mal vergleichen. Ach, wieso kann man das nicht irgendwie anders machen? So, genau. Ich muss jetzt erstmal gucken, welche Schatzkarte das ist. Welche führt mich hier zu Isla Stalagmitica? Hm? Komm schon, wo bist du? Wo bist du? Na super, das ist jetzt einer von den ganz niedrigen, oder wie jetzt? Hä? Ach, oh, eh die Schatzkarte 2. Oh, bin ich ja viel zu weit, bin ich ja viel zu weit. Meine Güte. Mal zurück, zurück, zurück. So, Stückchen, noch ein Stück, so. Halt, aber jetzt. Herzteil, vier dahin, keines mehr Sinn und ich bekomme wieder einen Herzcontainer dazu und werde komplett geheilt. Geil. So, Terry, warte. Ich will was kaufen. Ich hab das Geld. So, halt, 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 halt. Stopp, stopp, stopp. Bleibst du mal hier? Bleibst du hier? Du hast deinen Kunden. Kannst du einfach davon fahren, das geht doch nicht. Oh, willkommen. Kommen Sie schon, kaufen Sie was. So, wie gesagt, eine leere Flasche gab es mal hier für 500 Rubine, die wurden jetzt durch Bomben ersetzt und ein Herzteil für 950 Rubine, das wurde durch Pfeile ersetzt und hier ist wie gesagt noch eine Schatzkarte. Nachfragebedingter Preise, voll dumm. Nicht an den hohen Preis denken, sondern an den Schatz, der nachher am Haken hängt, eine lohnende Investition. Ja, Schatzkarte, nur 900 Rubine, vor allem nur. Kaufen oder nicht kaufen, das ist die Frage. Na, kaufen! Oh yes! Oh, vielen, vielen Dank. Ist der Kunde glücklich, bin ich auch glücklich. Na dann. Bye. Ja, bye, du Ei. Okay, hätte ich das auch getan? Das ist sowieso die teuerste Schatzkarte im ganzen Spiel. 900 Rubine, so viel braucht man, glaube ich, nicht mal bei der Auktion. Ja, es sei denn, man ist zu verrückt und bietet zu viel, aber das wäre eigentlich bescheuert. So, hier mache ich jetzt auch noch ganz schnell was, bevor ich den Part beende. Hier kann man nämlich auch nach oben. Und dann brauche ich hier ein paar Bomben. So. Die muss ich nämlich hier dagegen werfen. Ah, natürlich rechtzeitig. Alter, Mann! Ich habe Angst, dass die über meinen Kopf explodieren. Okay. Noch länger warten. Ja, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Na, wow! Vorsicht! Halt da! Link! Mach mal was richtig! Das gibt's ja nicht! Boah, na klar, jetzt tue ich mir wieder weh! Vollidiot! So viel zu voller Lebensenergie, ne? Aber ich finde ja eh noch mehr Herzteile, ist jetzt nicht so tragisch. So. Ja, da muss halt, wie gesagt, da muss das Timing stimmen. So, komm schon. Warten, 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 warten. Und jetzt! Zack, so. Ach, na endlich. Jetzt kann ich nämlich hier rüber und seht mal, hier ist nämlich ein Loch. So, war hier ein Blauschleim? Ja, tatsächlich, Leute, endlich! Ich habe 15 blaue Schleimchilis. Hier nochmal der Beweis. 15 Stück, das heißt, ich kann mir endlich blaues Elixier brauen. Super. So, was steht hier noch? Zum westlichen Fegenkordial von hier aus nach Westen. Ist nicht wahr. So, was war eigentlich nochmal hier genau drin? Ach so. Hier muss ich einfach nur Feuer anmachen. Also was richtig Einfaches.
So. Schön die Fackeln anzünden. Das ist wirklich ein klassisches Zeller-Rätsel. Finde ich aber auch gar nicht mal so übel. So, und ach, oh, okay, nicht einfach nur Fackeln anzünden, noch eine Menge Fledermäuse besiegen. Das ist ja fies. Ich wusste gar nicht, dass die hier welche drin waren. Alter, so viele! Oh, Wirbelattacke! Wirbelschnitzer! Puh, die haben mich jetzt echt überrascht, muss ich schon zugeben. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Das habe ich voll vergessen, dass hier echt noch ein paar Flederbeister drin waren. So. Weg mit dem ollen Stock. Oh, gleich noch eine Schatzkarte. Geil. Wunderbar. Und raus hier. So, dann gucke ich jetzt nochmal ganz schnell, welche Karten das jetzt waren. Also hier von Terry, das ist die, genau, die Nummer 4. Ah, das ist wieder ein Feenkordial. Okay, so, und welche habe ich jetzt hier noch bekommen? Die Nummer, yay. Welche Nummer? Die 37. Was ist das denn wieder für eine Insel? Meine Güte, ich kann die oft gar nicht so identifizieren von der Form her. Manche bin ich mir natürlich 100% sicher, bei manchen eher nicht. Roter Leuenkönig, warum bist du denn da drüben? Was machst du denn da? Ich brauche dich doch. So, okay. Gut, dann... Ja, komm, das mache ich jetzt auch noch ganz schnell. Es ist mir jetzt auch egal, wenn der Part dann doch etwas länger wird als geplant. Was soll's. So, ich will noch einmal kurz zurück nach Portemonnaie und mir blaues Elixier brauen lassen. Weil jetzt habe ich ja endlich genügend blaue Schleimschilis. Das heißt, die anderen blauen Schleime müsste ich theoretisch gar nicht mal mehr suchen, weil das eigentlich gar nicht mehr wirklich relevant ist. Hauptsache, man hat genau mindestens 15 Stück, die man jetzt dem Typen hier gibt. Und dann können wir uns hier auch immer wieder blaues Elixier brauen lassen und käuflich erwerben. Wobei, die erste Portion gibt es ja sowieso immer umsonst. So, hier, guck mal. Das ist doch ein Schleimgelee? Uiuiuiui, was für eine seltene Farbe. Etwa eine neue Sorte? Ich hole meine Gelees ja immer von der Tapseninsel. Da wimmelt es nur so von Schleim, aber welche in dieser Farbe habe ich da noch nie gesehen. Wie dir bestimmt klar ist, bin ich ein begnadeter Alchemist, ein aufgehender Schleimelixier. Brauer Himmel, sehe ich etwas Neues, küsst mich gleich die Muse. Ja? 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 Ja! Ja, 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 sie hat mich geküsst, die Muse, meine Liebe, die Muse, sie hat mich geküsst. Was denn, auf das Gesicht mit der spitzen Nase tut die sich doch weh. Ich werde mit diesem neuen Schleimgelee ein neues Elixier kreieren. Seit 10 Jahren gebe ich mich jetzt schon der Elixieralchemie hin und nun also erweitere ich wieder einmal meinen Horizont. Ein neues Schleimelixier ist geboren. So, es ist fertig. Das neue Wundermittel aus herrlichem Schleim. Bitteschön, brauch frisch jetzt es und du sollst es haben. Oh yeah, du hast blaues Elixier erhalten. Leg es aus Y, X oder R und benutze es, um deine Energie und magische Energie aufzufrischen. Du kannst es in einer Flasche mit dir herumtragen. Juhu, hurra, heißt das da. Diese neue Errungenschaft der Elixierbraukunst stelle ich mir gleich auf die Theke. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Gut. Das heißt, jetzt können wir hier auch alle drei Arten von Elixieren kaufen. Das rote gab es ja von Anfang an. Für das grüne braucht man 15 grüne Schleimgelees und für das blaue halt 15 blaue Schleimgelees, die deutlich schwieriger zu bekommen waren. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, geschafft. Also, raus hier. Gut, Leute, dann ja, mache ich mal wieder hier auf Portemonnaie Schluss, warum auch nicht. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich natürlich auch noch machen kann und vor allem, was mich
Was mich auch ziemlich viel Geld kostet, aber ob das jetzt schon Sinn macht, da jetzt schon damit anzufangen, weil das haben sie, glaube ich, irgendwie teurer gemacht als früher. Aber, naja, werden wir sehen. Es sollte sich theoretisch ausgehen. Auf jeden Fall, danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Wind Waker HD. Da besuchen wir nämlich mal wieder den Fotomeister. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.